Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Glory mit und von Salono 7 Games. Und heute ist der Tag der Tage, denn nicht nur Division Rivals, sondern auch die ersten Weekend League Belohnungen sind da. Und wir schauen mal, was wir bekommen, vor allem in den Player Picks. So ein Mbappé-Inform oder Lacazette-Inform wäre so, so nice. Die Pack-Openings sind Aufnahmen vom Stream, also nicht wundern, dass alles ein bisschen anders ist. Dann wollen wir mal die Division Rivals Belohnungen herholen. Ich bin ein wenig aufgeregt. Nur ein wenig. In die Untauschbarten oder was? Zwei 50k Packs, zwei seltene Gold Packs. Also oh. so ein untauschbarter Cristiano Ronaldo passt, ne? Wäre also. Mopti, ne? Ja, ich brauche Coins. Ja, ich glaube, ich nehme seltenes Spielerpack. Ich glaube, da wird was drin sein. Ein seltenes Spielerpack. Was mehr wert sein wird als 36.000 Coins. Ich hoffe es einfach mal. Auf jeden Fall habe ich dadurch Rang 3 behalten. War mir unsicher, ob ich da vielleicht noch absteige auf Rang 4. Habe gestern noch, glaube ich, 6 Spiele oder so gemacht, dass ich auf jeden Fall ja Rang 3 behalte. Mhm. Ja. So, Rang 3 Division Rivals. 125 Qualifikationspunkte brauche ich nicht. Ein seltenes Goldpack, ein seltenes Spielerpack. Ist ihr bereit? Dann mach auf. Sich aufmachen? Mach auf. Okay, mach vielleicht eine Goldset, da kommt Ronaldo oder okay. Landrup. Nein, kein Walkout. Es ist aber Wende, sehr gut. Im seltenen Goldset, Wende ist nice. Spanier LM. Ah, guck, 85er, Freunde. Was ist da los? Der ist was wert. Der ist was wert. Ich hoffe mal, dass er was wert ist. Boah, ist das laut, der Sound. Also, ich hatte den auch mal und der war noch 50k wert oder so. Was? Zähl ja. Guck jetzt. Oder verwechsel ich die mit Saul? Hast du den Stream an? Ja. Dann schau dir meinen Blick an. Okay. Kommen wir jetzt zum seltenen Spielerpack. 50k Pack. Auf deinen Nacken, Junge. Ich will meinen ersten Walkout haben. Normalen Walkout. Und bekomme ihn nicht. Danke dafür. Aber immerhin Wende, jetzt jedenfalls was Vernünftiges. Mandzukic. Nein, leider nein, leider gar nicht. Nein. Stürmer war schon mal richtig. Nur Nationalität hat nicht gepasst. Ja. Payet und Martial, yes! Bam! Was für Coins, Alter! Packs lohnen sich, Freunde, Packs lohnen sich! Habe ich doch gleich gesagt, yeah. Der Martial, Alter. Hast du direkt Gewinn. Direkt Gewinn, Alter. Ist da, Freunde. So, Freunde. Es ist soweit. Die Weekend League Belohnungen sind da. Der Mario ist auch dabei. Servus, Mario. Servus. Ich habe leider schon, Auge gemacht bei anderen Streamern und gesehen, dass diese Spielerauswahlbelohnungen einfach nicht so geil werden. Deswegen ist ein bisschen die Vorfreude jetzt schon weg. Aber es gibt trotzdem auch noch dann 200k Packs. Wir können auf jeden Fall ein paar Coins generieren. Ich bin gespannt. Mathe, schaffe ich endlich meinen ersten Walkout, der kein Inform-Walkout ist? Ich würd hoffen, ja, weil aber was ich so sehe, was aus den 100k Packs oder so rausgezogen wird, wird schwer. Kampel mal rausgezogen, ja. Aus den 100k Packs. Ne? Ja, wird schwer. Egal, wir gehen rein. Weekend League geschwitzt, geschrien, geworfen und am Ende doch noch ein Gold 1 erreicht. Von daher schauen wir jetzt mal, was wir da rausholen. Zwei Spielerwahl, Spezialobjekte, zwei Jumbo seltene Spielersets, 200k Packs, richtig geil. 50.000 Münzen darf man nie vergessen, die 50.000 Münzen sind schon richtig krass. Und ja, ein von vier Spielern bei der Spielerwahlobjekte. Bitte, lass mich was Gutes sein, damit müssen wir jetzt auch hier reinstarten. Oh, so ein Lacazette, was würde ich für ein Lacazette tun? Aber wir können es nicht beeinflussen, Mathe. Was sagst du? Wie hoch wird das beste Rating sein bei dem ersten Pack? Über 84? Ein Hulk wäre absolut insane. Aber ich sag, wird auch ein 84er, aber es wird nur Hövedes sein, bei meinem Glück. Wir öffnen es in 3, in 2, in 1. Los geht's. Hövedes. Ja, moin.
Nein, wieso war das so klar? Wieso? Paco Alcacer, was natürlich kacke ist, weil diese komische Karte da, diese Tauschobjekte-Karte draußen ist und die viel geiler ist als die Inform-Karte. Mhm. Ist natürlich belastend. Alter, wer, gäbe es diese Tauschkarte nicht, hätte ich mich jetzt mega gefreut. Jawohl, Paco Alcacer ist dabei. Richtig geil. Aber jetzt denkst du dir, Junge Mann. Ich würde es für SPC verballern. Fertig. Paco Alcacer oder King? Ich nehm trotzdem Paco mit. Glaube ich. Ich nehme Paco einfach mit. Egal. Paco, komm mit, Junge. Dortmunder Jung. Ja, komm. Und jetzt holen wir uns den Lacazette. Sagst du höher oder kleiner als 84 jetzt? Komm, höher. Höher? Ja. Okay, mutig der Mario, mutig. Okay, let's go. 88er Mbappé. 84er Höhe des, ja moin. Ah, das war so klar, ne? Das war so klar. VS hat jedenfalls so das Tempo-Dingens. 81er Forrest, 82er Ruben Dias von Benfica oder 76er Martinez. Oder wirklich den Höwe des LV und dann von der SWC verwenden. Ja, ich glaube, wir machen das. Weil die anderen Spieler werde ich eh nicht spielen. Nehmen wir den Höwe des mit. Oh. Mann, Freunde. Ich habe es befürchtet und das ist wahr geworden. Aber immerhin haben wir Paco Alcacer. Wir haben wieso eins. Ich habe 200k-Sets. Da haben wir 200k-Sets. Egal, jetzt wird es entscheiden, Freunde. Was bringt mir ein roter Mbappé? Ich will einen schwarzen Mbappé. Und den verkaufe ich dann für eine Mille. So sieht's nämlich aus. Okay, Freunde. Walkout, Mathe. Erstes Pack, Walkout oder noch nicht? Yes? Ach, du laberst immer yes. Ja, geil. Mbappé 88 und dann so Mist. Junge, sei doch mal realistisch. Du kennst doch EA. Kampel oder nicht? Sagst du Kampel oder nicht? Ach, ja. Kagawa. Okay, in 3, 2, 1 kommt der Kagawa raus. Komm bitte, Walkout, leuchte auf. Es leuchtet nicht, kein Walkout. Immerhin Wände, kein Inform. Bruder muss los. Wisst ihr, Freunde? Gibt's da so einen Mathe, ne? Der erzählt dir dann so einen von Mbappé, nein. 88er, macht dir Hoffnungen und da, dies, jenes, welches, Hulk 84er. Und dann haut er raus so ein 83er Kagawa. Und dieser fucking 83er Kagawa muss dann natürlich rauskommen. Danke. Danke für nichts, Mathe. Einfach nur danke. Danke für nichts, sage ich da nur. Einfach nur danke für nichts. 100k-Set, Kagawa 83er. Ja, moin. Hier ist wirklich nix drin. Absolut nix. Alter, ein schlechter als das andere. Du verarschst mich gerade. Na, schön wär's. Wirklich 83er Kaukaba? Ja, 83er und Jonathan Tah, den wollen wir nicht vergessen. Das allerletzte Pack jetzt bislang absolut kein Pack-Luck gehabt. Da denkt man sich, wozu habe ich hier die erste Weekend League geschwitzt? EA, wozu? Wozu? Mathe, wozu? Was kommt jetzt? Und sag mir bitte irgendwas, was über 86 ist. Jetzt kommt 85er Reus. Kann man ihm glauben? Ich würde ihm gern glauben, wir öffnen das Pack in 3, in 2, in 1. Let's go. Außerdem ist das auch kein Walkout vom 80er Reus. Und kein Walkout. Zweites 100k-Pack. Kein Walkout. Niederlande Stürmer Bastost, Alter. 83er, ein 83er. Grüße gehen raus an dieser Stelle an EA. Danke für nichts. Ein 83er, Alter. Im 100k-Set. Ja, immerhin ist Lingard mit dabei. Der ist vielleicht ja, auch nicht mehr 4k-Wert vielleicht. Hey, Glück. Du warst auch mal ein Walkout. Alessandrini. Yeah! Wow. Vinicius Junior. Wow. Auch nichts mehr wert.
Ja, Freunde, das war's mit eines der miserabelsten Pack-Openings. Ihr wisst, was das heißt, Freunde, ab in den Chat oder ab in die Kommentare, Hashtag Nomade. Er hat es sich nicht anders verdient, Hashtag Nomade da rein. Der Junge, Alter, der bringt einfach kein Glück. Schenkt er mir einfach da so ein Kagawa. Schenkt er mir einfach so ein Kagawa. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Alles klar, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Wir hören hier noch nicht auf, denn das war noch nicht das Ende. Man kennt ja EA. Denn wenn man gefrustet ist und man natürlich nichts gezogen hat, haut man natürlich ein paar FIFA-Points raus und schiebt EA noch Kohle in den Arsch. Aber diesmal ist es wirklich passiert. Mein allererster Walkout. Leider hatte ich das nicht in der Aufnahme, deswegen spreche ich das sozusagen hier nach. Und da ist er, der Alexandro. Nicht nur mein allererster Walkout, sondern auch noch direkt ein Spieler, der über 100.000 wert ist. Denn das Schöne ist, zu dem Zeitpunkt, das war ja an dem Donnerstag vor der zweiten Weekend League, sind die Preise so dermaßen hochgegangen, dass er sogar, ich glaube, für die um die 130 oder 135.000 habe ich für ihn bekommen. Also das ist schon sehr, sehr geil gewesen. Das hat mich dann auf jeden Fall ein bisschen getröstet, denn die 200.000 Packs waren einfach so krass schlecht. Und schaut euch dieses Pack an. Da versteht man einfach EA nicht. 200.000 Packs, du bekommst nur 83er. Hier öffnest du ein 25.000 Pack und du bekommst hier einen 100.000 plus Spieler. Naja, das war es auf jeden Fall dann wirklich mit dem Pack-Opening. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut gerne in den Chat Hashtag Nomade, das bleibt aber weiterhin. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.